Herzlich willkommen bei einem neuen Video von McAllister kocht. Heute werde ich mein erstes Unboxing machen für euch. Und zwar habe ich nach langem Überlegen mich dazu entschieden, dass ich mir von Petromax den Atago hole. Und zwar gab es da viele Gründe. Und zwar wollte ich eigentlich nicht immer angewiesen sein auf meine Grills. Und beim Atago habe ich vieles gehört, dass man den einfach mobil mitnehmen kann, wohin man auch immer möchte. Und ich möchte das Ganze mit euch heute auspacken und dann werden wir das Ganze auch mal probieren, wie das läuft. Aber das seht ihr alles nach dem Intro. Abonniere jetzt meinen Kanal und drücke die Glocke, um kein neues Video mehr zu verpassen. So, wir werden jetzt anfangen, dass wir unser Paket hier langsam mal aufschneiden. Jetzt werden wir hier erst nochmal die Rechnung entfernen. In der Rechnung sind hier von Outdoor Kochen Lübeck, wo ich das auch gekauft habe, ein paar Aufkleber mit dabei. Aber dazu kommen wir später. Das legen wir jetzt erstmal auf die Seite. Also nach viel, viel Karton kommt hier erst einmal ein zweiter Karton. Es kann weg. Hier sehen wir dann auch schon unsere Verpackung. Da drin sollte jetzt dann unser Gerät sein. So, wenn wir das dann offen haben, ich hoffe, wir können gut reinschauen, kommen uns hier erstmal eine Menge Styropor entgegen. Das werden wir jetzt mal entfernen. Und dann haben wir hier auch schon unseren Atago zusammengefalten. Schauen wir mal, dass wir den hier rausbekommen. Das kann auch weg. Und hier ist unser Atago. So, jetzt von Anfang an für alle. Was ist der Atago? Der Atago ist so eine Art Outdoor-Koch-Allround-Gerät für alle Zwecke. Also laut Beschreibung kann man mit diesem Teil hier grillen. Ihr könnt es verwenden, wenn ihr da Kohle reinlegt, dass ihr da mit der Gusspfanne drauf braten könnt. Und was für mich das Wichtigste ist, ich mache ja viel mit dem Dutch Oven. Der Atago soll passgenau für den Dutch Oven sein, dass man den hier einfach reinstellt. Und man hat dann eine perfekte Hitzeverteilung und das werden wir uns aber dann noch alles genau angucken. Jetzt werden wir das Ganze hier erst einmal auspacken und dann schauen wir mal weiter. So, hier ist ja nun unser Atago. Jetzt versuchen wir das Ding einmal aufzuklappen. Das soll an sich ganz einfach gehen. Das heißt, man soll einfach nur den Griff hier ziemlich mittig packen und leicht nach oben ziehen und dann sollte sich das schon aufstellen. Ja, genau das hat es auch getan. So sieht das Ganze jetzt einmal aus. Also das ganze Gerät ist hier aus reinem Edelstahl. Ringsherum. Es langt sich ja wirklich alles sehr hochwertig an. Vom Gewicht her ist laut Angabe 8 Kilo. Das ist eigentlich relativ leicht an sich. Also es ist jetzt nicht so, dass man hier schwer heben müsste. Und bevor wir dann zu weiteren Funktionen kommen, werden wir auch probieren, das Ding wieder zusammenzuklappen. Da heißt es, dass man einfach nur leicht anheben soll von unten und dann klappt sich das hier wieder zusammen und die Füße ziehen sich ein. Dann schauen wir mal, ob das so klappt. Ja, das klappt wunderbar. Also die Verarbeitung hier ist wirklich super, ist schon mal für mich jetzt ein Pluspunkt. Und dann schauen wir uns das Ding mal weiter genauer an. So, jetzt kommen wir zu noch ein paar Eigenschaften von dem Atago. Der Atago, der wird auch als Feuerschale genutzt und durch das Holzvergasungsprinzip, das möchte ich jetzt nicht genauer erläutern, weil da gibt es Fachleute da draußen, die haben da wieder was dran auszusetzen. Auf jeden Fall sagt es so viel aus, durch
Es wird alles sauberer verbrannt und ihr habt dadurch weniger Rückstände mit Asche und allem. Dann ist es auch ein sehr effizientes Gerät. Wenn wir hier unseren Kohlerost einlegen, haben wir hier auch den sogenannten Kamineffekt, wie ihr es auch bei dem Anzündkamin für den Grill habt. Also hier habt ihr ein paar Luftlöcher. Ich hoffe, ich zeige es richtig. Also hier seht ihr die Lüftungsschlitze. Ich hoffe, man kann sie sehen. Und dann hat man hier an der Seite einen Schieber, mit dem man die Luftzufuhr regulieren kann, auf und zu. Und man kann das Ganze eben auch wie eine Art Anzündkamin nutzen. Jetzt haben wir hier unseren Rost drinnen. Und jetzt könnten wir hier unsere Kohlen reinmachen und den Dutch Oven raufstellen. Aber wir haben noch eine weitere Funktion. Wir können das Ganze natürlich auch als Grill nutzen. Wir haben jetzt hier einen Grillrost mit dabei. Und könnten wir jetzt hier oben drauf geben und jetzt könnten wir da auch schön grillen. So, wenn ihr jetzt hier nicht grillen wollt, dann nehmen wir unseren Rost runter. Manche von euch haben ja auch vielleicht eine gusseiserne Pfanne zu Hause. Die ist hier auch super passgenau. Also ihr könnt die einfach hier drüber stellen, habt dann unten eure Kohle drunter und kriegt dann hier auch eine optimale Hitzeverteilung und da kommt dann richtig Schub eigentlich auf die Pfanne drauf. Weg von der Pfanne. Jetzt haben manche ja auch vielleicht einen kleineren Dutch Oven zu Hause oder so ein Erstmodell wie ich hier, den 10 Zoll Dutch Oven, was jetzt auch nicht original von Petromax ist. Dann könnt ihr den, wenn ihr Füße habt, einfach hineinstellen hier. Aber solltet ihr keine Füße haben, gibt es ja auch hier diese Aufstellteile hier. Die stellt ihr einfach in den Atago hinein und dann könnt ihr euren Dutch Oven hier oben dann draufstellen. Das funktioniert genauso. Dann gibt es noch die Variante, die mir persönlich am besten gefällt. Und zwar ist es der FT6 und der FT9 von Petromax. Die sind wirklich sehr passgenau, also die passen hier wirklich komplett rein. Der FT6 noch ein Stückchen genauer wie der FT9. Und hier ist wirklich alles schön. Fast bündig, würde ich sagen. Also die Luft kann hier wirklich optimal vorbeiströmen und sollte man ein super Ergebnis eigentlich erzielen. Dann gibt es noch den Worst-Case-Fall. Und mit Worst-Case-Fall meine ich, wir wollen mal wieder mehr kochen für 10 Leute oder sonst irgendwie oder sonst wie viele. Dann geben wir hier wieder unseren Rost drauf. Und wir haben vielleicht einen 14 Zoll Dutch Oven. Der passt ja hier nicht rein, aber den können wir auch ganz locker leicht auf unseren Rost hier draufstellen. Und dann sollte man auch ohne Probleme hier kochen können. Soweit zu den Funktionen, wie wir den Atago einsetzen können. Und jetzt werden wir uns das Ganze dann mal in der Praxis anschauen. So, wir werden natürlich jetzt hier auch gleich Feuer da drin machen. Dazu werden wir uns hier so einen Anzünderich mal anzünden und geben dann unseren Rost hier oben drauf. Schauen, dass wir uns nicht die Griffe verbrennen. Und dann heißt laut Anleitung, wir sollen hier die Kohle einfach oben drüber gehen, geben. Das machen wir jetzt mal. Jetzt werden wir die hier ein bisschen so zusammenlegen, dass das alles ein bisschen kompakt ist. Die Lüftung sollte natürlich auch komplett offen sein, das haben wir gemacht. Und dann werden wir mal warten, bis das Ganze hier, die ganzen Kohlen durchgeglüht sind. Und dann sehen wir uns dann wieder. Was ich natürlich jetzt auch mittesten möchte, ich hoffe, ihr könnt mich noch sehen, hier bin ich, wie die Wärmeabstrahlung nach unten von dem Atago ist. Also ich habe jetzt hier so eine Plastiktischdecke unten am Tisch dran und ich werde das jetzt einfach mal riskieren. Also ich hoffe, dass das Ding nicht zu heiß wird, so wie es beschrieben ist. Im schlimmsten Fall brennt man dann die Tischdecke hier zusammen. Das werde ich ein bisschen beobachten. Aber wenn alles so läuft, wie es laufen soll, dann sollte der Tischdecke eigentlich hier überhaupt nichts passieren. So, es sind jetzt gute 20 Minuten vergangen und die Kohlen sind eigentlich größtenteils durchgeglüht. Und dann hätte ich gesagt, starten wir auch jetzt gleich einmal, dass wir hier was anbraten werden. Und zwar werde ich heute Spaghetti Bolognese machen. Ich werde das alles kurz komprimieren. Das soll heute nicht um die Spaghetti gehen, sondern eigentlich nur um den Atago. Und wir werden jetzt einfach hier
unsere gusseiserne Pfanne hier oben drauf geben. Und dann schauen wir mal, was sich hier für eine Hitze entwickelt. Also ich werde hier gleich auch mal ein bisschen Öl mit reingeben. Und dann schauen wir mal, wie sich das alles entwickelt. So, jetzt werde ich hier erst einmal unser Hackfleisch drauf geben und dann schauen wir mal, wie sich nach 2 Minuten jetzt hier die Hitze entwickelt hat. Ja, also man hört, es zischt. Also mein Empfinden hier ist jetzt auch, dass einfach richtig krass Wärme hier durchströmt und das ist fürs Erste jetzt schon mal beeindruckend. Jetzt werden wir das ein bisschen anbraten und danach sehen wir uns wieder. So, unser Hackfleisch brät jetzt hier fröhlich vor sich hin und im ersten Moment muss ich sagen, dass ich hier sehr positiv überrascht bin, weil wenn ich sonst im Topf immer anbraten tue, dann tritt da ordentlich Wasser aus und das Wasser ist jetzt hier nicht so vorhanden wie in einem Topf, also da ist anscheinend richtig Schub dahinter. An dieser Stelle möchte ich auch gleich mal die Gelegenheit nutzen und mich beim Stefan Vogt von Outdoor Kochen Lübeck zu bedanken. Der hat so einen kleinen Shop mit dem ganzen Outdoor Kochen Utensilien, wie eben diesen Atago und Dutch Öfen und die gusseisernen Pfannen. Alles von der Marke Petromax und er hat da richtig eine richtig schöne große Auswahl. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Hier zeige ich euch mal sein Logo. Ich werde euch auch das alles verlinken. Unten in der Infobox. Also wie gesagt, Outdoor Kochen Lübeck. Vielleicht findet ja der ein oder andere einen interessanten Artikel, der euch zusagt. Unser Hackfleisch ist jetzt soweit angebraten und das werden wir jetzt runternehmen und werden es hier auf unseren Abstellerich stellen. Und jetzt machen wir weiter, dass wir uns unseren kleinen Dutch-Ofen hier nehmen. Den stellen wir jetzt hier direkt auf die Kohlen drauf. Und dort werde ich jetzt auch mein Hackfleisch hineingeben. Denn wir machen heute eine kleine Bolognese-Soße. So, jetzt Schande über mich, aber auch ich als Hobbykoch benutze auch hin und wieder mal Fixprodukte, vor allem wenn es schnell gehen muss. Also ich habe da nichts dagegen, da könnt ihr jetzt Shitstorm machen, was ihr wollt, das ist mir egal. Ich stehe dazu, wenn es schnell gehen muss, darf auch mal fix sein. Und deswegen werde ich jetzt einfach hier meine Bolognese-Soße hier drüber kippen. Dann werden wir das Ganze einmal schnell umrühren. Und dann lassen wir das alles hier ein bisschen köcheln. Geht jetzt einfach nur um den Faktor, dass ihr auch seht, wie ihr das Ganze hier anwenden könnt. Kommen wir zu dem Fazit vor dem Ganzen. Also mit schlappen 209 Euro, der billigste Preis, was ich jetzt online finden konnte, ist der Atago natürlich erst einmal ein Teil, dass man sich zweimal überlegen muss, brauche ich das wirklich für diesen Preis. Die Verarbeitung von dem Gerät ist einfach fantastisch. Also wir haben hier wirklich super feinstes Edelstahl und die Wärmeentwicklung, die hier entsteht, davon kann ich einfach nur mehr als einen Daumen nach oben geben. Ich habe sonst immer auf meinen Grills hier hinten die Kohlen angemacht, nicht angemacht, aber ich habe auch hinten mit den Kohlen auf meinen Grills gekocht und es ist nicht ansatzweise so die Wärme entstanden, wie es jetzt hier einfach in diesem Teil hier tut. Und das kann ich so an sich nur empfehlen. Es gibt da auch noch die Variante des Raketenofens. Das ist an sich auch ein sehr vernünftiges, fantastisches Teil, was ich mir demnächst auch mal zulegen werde. Wenn ihr da mehr wissen wollt dazu, kann ich euch das unten auch verlinken. Mein Kumpel, der Barbecue Bear, hat da auch ein schönes Video davon gemacht über den Raketenofen. Und ansonsten muss ich wirklich sagen, das Ding ist an sich dann jeden Cent wert. Ich möchte nochmal ausdrücklich betonen, ich bin für das Video nicht gesponsert worden von Outdoor Kochen Lübeck. Ich habe den ganz normal bezahlen müssen, aber dennoch möchte ich einfach auf seine Seite nochmal verweisen, dass er da einfach mal vorbeischaut und wenn ihr möchtet, könnt ihr da dort auch einmal euch irgendwas ergattern. Also der hat da wirklich eine große Auswahl an Outdoor-Koch-Sachen und das sollte jeder einfach mal vorbeigeschaut haben. Dann möchte ich noch eine Sache anmerken mit der Hitzestrahlung nach unten. Also die Kohlen sind hier immer noch drinnen und ich kann hier meine Hand wirklich drunter legen. Das ist jetzt ein Abstand hier von 3-4 cm nach unten und
es kommt überhaupt keine Hitze nach unten durch. Also das ist wirklich krass, hätte ich so nicht erwartet, dass da wirklich überhaupt nichts nach unten weggeht. Und die Plastiktischdecke ist vollkommen unversehrt. Das Teil, ich kann mir nur wiederholen, es ist jeden Cent einfach wert. Und wer so ein Ding noch nicht hat, wer gerne topft, dem kann ich das wirklich nur empfehlen. Schafft euch so ein Drum an und da habt ihr wirklich mega Spaß dabei. Ihr könnt es überall mit hinnehmen, ihr könnt am Bach runtergehen und sagen, ihr kocht es einfach mal am Bach, bisschen romantisch mit der Freundin irgendwas und habt da überhaupt keine Probleme. Wie gesagt, das Ding kann auch als Feuerstelle verwendet werden. Ihr könnt da ein kleines Lagerfeuer drin machen, ihr könnt da drauf grillen. Also das ist so eine richtige Allzweckwaffe und da hat Petromax einfach was richtig Fantastisches entwickelt. In dem Sinne möchte ich auch zum Schluss kommen. Ich hoffe, mein Unboxing hat euch soweit gefallen. Wenn es so war, lasst mir doch bitte wieder einen Daumen nach oben da und kommentiert recht fleißig. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dahin, euer McAllister.